Das Recruiting Mindset. Willkommen zu einer neuen Folge mit deinen Gastgebern Thorsten Plöser und Florian Grossart. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie ihr nachhaltig und erfolgreich eure Mitarbeiter aufbauen könnt. Wir teilen Karrieregeschichten und Insider-Tipps von echten Experten, um euch zu inspirieren und euch wertvolle Einblicke in die Welt des Recruitings zu geben. Macht euch bereit für jede Menge neues Wissen und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Das Recruiting Mindset. Heute haben wir jemand ganz Besonderes am Start. Jemand, der Massen bewegt hat, muss man ja schon sagen. Es sind Massen definitiv an Euro und an Menschen in beiden Kategorien. Unfassbar stark ist. Bei uns absoluter Wunschkandidat, zumindest bei mir gewesen, kann ich so sagen. Flo? Ja, absolut. Also Daniel, ich bin einfach froh, dass du hier mit sitzt, muss ich ganz klar so sagen. Ja. Ich glaube, ich will nicht zu viel verraten, er wird gleich selber was zu sich sagen, aber er hat ein Multi-Unternehmen aufgebaut, ja. Oder er hat mehrere Unternehmen, hat, wie du schon sagst, zigtausende von Menschen bewegt. Ja. Und Daniel, sag doch vielleicht mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz, dass du dich mal kurz vorstellst, ein, zwei Themen so zu dir, weil deine Vita ist ja riesengroß. Und was ich noch sagen muss, erfüllt ein Familienunternehmen mit deiner Frau. Ja, und die Kids auch mittlerweile. Die Kids, ja. Die Kids, ja, das ist Vollgas. Wie alt sind die Kids? Die sind jetzt, guck mal, direkt eben haben sie noch gesagt, sie werden mich hier nicht wirklich under the gun halten. Wusste, ne? Und jetzt machen nur Spaß. Also 15, 18 und 20. Und, Kinder. Die Kinder. Genau, das sind meine Bonuskinder sozusagen. Ja? Ich habe das mal direkt overnight mit der Family direkt geklärt. Ja? Ich war mir sicher, das kriege ich nie so schön hin, die nehme ich direkt mit. So. Aber da kommen wir später zu. Genau. Ja, mein Name ist Daniel Feier. Ich habe mit 18 Jahren Network Marketing angefangen. Das ging eigentlich ganz harmlos los, weil ich immer auf der Suche war nach einer Möglichkeit, wie man halt Geld verdienen kann. Wir sind aufgewachsen, nicht weit von hier, sind in Frankfurt gerade, in Wetzlar, 40 Minuten von hier. Meine Mom, mein Dad waren sehr jung und sind halt arbeiten gegangen, aber es war halt nie wirklich viel Geld da bei uns. Es war immer so, was kostet das? Und wir sind nicht wirklich in Hotels gegangen. Ich erinnere mich nicht, dass ich mal, außer jetzt vielleicht, in so einem Landrestaurant, wenn die Oma Geburtstag hat oder so. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal im Restaurant waren oder dass wir irgendwie, wie gesagt, im Hotel waren oder sowas. Für mich hat sich dadurch sehr, sehr früh schon so dieser Wunsch, der ist so entstanden, zu sagen, Mensch, wie wäre denn das Leben, wenn man nicht immer aufs Geld gucken müsste? Und es hat sich so ein richtiger so ein Hunger entwickelt, ja. Und ich habe dann sehr früh angefangen, alle möglichen Sachen zu machen, ob das CDs brennen war auf dem Schulhof, ja, oder über eBay SIM-Karten verkaufen oder so, ne. Also alle so kleine Sachen, so Spielereien und das hat halt so einen zum anderen geführt. Es gab damals so ein Online-Casino, da habe ich dann die halbe Schule eingeschrieben, da musste man 20 Euro einzahlen. Und meine Freunde haben natürlich gesagt, ich habe keine 20 Euro, habe ich gesagt, kein Problem, ich nehme meine 20 Euro. Und da gab es 20 Euro Bonus für ihn und für mich. Ich habe seine ausgezahlt, meine genommen, habe alles auf Rot gesetzt, habe verdoppelt oder nicht, ja, oder halt wieder neuen gefunden und so weiter. Ja. Weil wenn du immer verdoppeln kannst, aber du zahlst ja nie wirklich echtes Geld ein, dann kannst du schon ein bisschen was machen. Ja. So, und das war so das. Und ich habe halt immer so Tricks gesucht. Ja. Und dann irgendwann habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich dieses Arbeiten von zu Hause? Man hört das überall, ne? Ja, ja, ja. Mama mit Kind schraubt Kugelschreiber zusammen und verdient 6.321 Euro. Was macht sie? Ich verstehe es nicht, ja? Da habe ich das damals, das war ja noch, überleg mal, vor Facebook, vor Instagram, das ist noch vor BlackBerry. Vor BlackBerry. Also vor 20 Jahren, ja? So, und da habe ich dann so eine Zeitungsanzeige ausgeschnitten und bin in der Schule rumgelaufen und habe alle gefragt, hey, kannst du mir erklären, was das ist? Und haben alle Leute gesagt, ah, vergiss das, das ist illegal. Scam hat noch keiner gesagt, das Wort kannte keiner. Ja, ja, ja. Das war so, das ist Betrug, ja, ja. Lass das, sowas ist nicht seriös. Und habe ich gesagt, ja, aber dann erklär mir doch mal, wie funktioniert denn der Betrug? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, bist du sicher, dass Betrug ist? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Und da habe ich eins gelernt, die Leute haben eine Meinung, auch wenn sie keine Ahnung haben. Richtig. Und dann dachte ich, weißt du was, und wenn ich jetzt der Erste bin, der es rausfindet, und es ist was dran, dann bin ich derjenige, der die Info hat. Das war in deinem Kopf? So, das war in meinem Kopf. Ja. Und dann habe ich mich angemeldet auf so ein Seminar. Es war ein Wochenendseminar in Frankfurt, im Relaxa-Hotel in Frankfurt. Da warst du im Hotel. Da war ich im Hotel. Und das war für mich ein Erlebnis. Meine größte Angst war, das ist bestimmt illegal. So. Ja, weil alle das gesagt und haben. Ne? Ja, ganz genau. Und dann kam ich dahin und dann standen die Autos vor der Tür, das Firmenlogo per Projektor auf die Außenwand des Relaxa-Hotels. Und ich dachte so, okay, wenn die sich verstecken wollen, dann machen sie keinen guten Job. Also wahrscheinlich ist da alles in Ordnung. Ja? Und dann, ich muss vorstellen, Leute hatten Anzüge an, alles. Ich kam ja aus der Schule sozusagen. Und ich dachte mir, wow, was ist das hier? 18, sagtest du? 18, ja, ja. Okay. Und dann war ich auf diesem Seminar. Und es war ein großer
amerikanischer Wellnessvertrieb, ja. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber Herbalife. Ja, so. Und wir machen diese Real Talk-Geschichte schon durch. Der passt hier rein, wir ziehen die durch. Ja, ja. So, Herbalife. Nein, das war aber super geil. Du musst dir vorstellen, ich sitze da, ich habe gedacht, ich träume. Der Typ sagt vorne, hey, wir sind ein Billion-Dollar-Unternehmen, wir haben Produkte, die kannst du verkaufen. Und ich habe gesagt, hey, ich habe keine Ahnung. Und haben sie gesagt, no problem, wir bringen dir das bei, wir haben Trainingskurse, wir haben Mentoren. By the way, der hat über 1 Million verdient. Ich so, what, wie, der hat über 1 Million? Und du mit 18? Ich habe noch nie einen Millionär gesehen, ne, so in meinem Leben. So. Und dann war da so eine Gabriela, die werde ich nie vergessen, die hat 5.000 Euro nebenberuflich verdient und hat bei der Bank gearbeitet. Ich sage, 5.000 Euro? Ich habe 20 Euro Taschengeld gehabt damals. Wow. So. Und bin mit dem Bus da zum Seminar gefahren. Die und hast du noch verzockt. Ja. Und auf jeden Fall, das war so das Ding. Und da ist echt so ein Traum geboren worden. Und was der Gamechanger war, war Folgendes auf dem Seminar. Der hat einen Flipchart genommen, hat gesagt, hey, pass auf, du bist hier. Und ja, du kannst Produkte verkaufen und damit ein paar hundert oder ein paar tausend Euro verdienen. Wenn es das gewesen wäre, hätte ich gesagt, alright, ich verkaufe ein paar Produkte und verdiene ein bisschen Geld. Mhm. Und dann sagt er, du kannst dir hier aber auch ein Team aufbauen. Du kannst dir zum Beispiel 3 Leute suchen und du zeigst denen, wie du mit deinen Kunden 500 Euro verdienst. Und dann bezahlen wir dir einen Override auf den Umsatz von den Leuten. Die haben die gleiche Chance. Und wenn zum Beispiel 3 Leute, jeder 3 bringen, sind es 9. Und die bringen 3, sind 27. Und die sind 3, sind 81. Und wir haben alle dieses Beispiel schon mal gehört. Ja, genau. Heutzutage ist es old school und natürlich ist es nie genau so. Aber das war der Moment, wo ich zum ersten Mal einen Plan hatte, wo ich dran geglaubt habe, wo mir klar wurde, Moment mal, es ist egal, wie lange ich brauche, ich werde irgendwann Leute finden und die werden irgendwann jemanden finden und irgendwann wird irgendeinen finden, der komplett durchdreht. Geil. Und zum ersten Mal habe ich gesehen, scheiße, ich kann damit reich werden, obwohl ich keine Ahnung habe. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich habe diese Vision an dem Tag abgekauft und das ist eigentlich bis heute, hat sich das nicht verändert. Ja, aber die haben dir, wie du schon sagst, der Plan war da, das System war da, genau. Und du hast mit 18 gesagt, okay, alles klar, das kann so funktionieren. Ist es ja dann auch, ja. Darauf kommen wir, glaube ich, gleich drauf zu sprechen. Der Schlüssel ist immer, also für mich, in meiner Erfahrung, er hat dran geglaubt. Absolut, sehr beliebt. Das ist ja immer da. Ja. Wenn du nicht dran glaubst, wird es nicht funktionieren. Aber ihr merkt gerade, das ist hier ein Schwergewicht. Ja? Thema Mindset, Thema Recruiting, ja? Wie baue ich Leute auf? Also wir ziehen das Ding hier richtig lang heute. Heute wollen wir es mal wissen. Ne? Geil. So war das. Auf diesem Wochenende war es halt so, für mich, das war halt wie so ein Eintritt in so eine andere Welt. Weil für mich überhaupt nur im Hotel zu sein, zum Beispiel, war Wahnsinn. Da war so ein Wasserspiel am Eingang. Ja, ich dachte, das ist das schönste Hotel der Welt. Und dann gab es Samstagabend, gab es Buffet. Und da konnte man essen, so viel man will. Das war ein Konzept, das habe ich noch nie gesehen. Also essen, so viel ich will im Hotel. Ich habe, glaube ich, 7 Teller gegessen, bis ich Bauchschmerzen hatte. Das ging dann auch die ersten paar Monate so. Musste ich mir irgendwann angewöhnen, nur weil das Essen kostenlos ist, heißt das noch lange nicht, dass du es essen musst. Das habe ich mir heute angewöhnt, ja, weil es überall mittlerweile kostenloses Essen gibt in meiner Welt. Ja. So, aber das Ding ist, damals war das ganz anders. Dass ich dort war, dass ich dort das Buffet haben konnte, dass ich mit solchen Leuten sprechen konnte. Das war unglaublich, ja, für mich. So. Und dann bin ich nach Hause gefahren an dem Sonntag, am zweiten Tag abends, voll der Brainwash 2 Tage, ja. Richtig, everything is possible. Und ich so, let's go, ja. Und ich bin nach Hause gefahren, ich weiß heute noch, welche Musik ich gehört habe, damals in meinem Discman, ja. So, und, Discman, das wissen jetzt alle, ne? So, und dann bin ich nach Hause und mitten in der Nacht bin ich dann heimgekommen, meine Eltern waren schon im Bett und dann bin ich so rein so und die so, und wie war's? Ich sag, Mama, Papa, das ist der Hammer, ich werde Millionär. Und dann sagt meine Mutter so, ja, geh schlafen, morgen früh ist Schule. So, und vor ein paar Wochen habe ich mich mit meinem Dad unterhalten und da meinte er so, erinnerst du dich noch dran, wo du damals von dem Seminar nach Hause gekommen bist? Mitten in der Nacht, da hast du es uns gesagt. Du hast gesagt, du wirst ein Millionär. Wir haben das alle nicht geglaubt. Und klar, es konnte keiner wissen, wie das alles so wird, aber du hast wirklich recht gehabt. Und ich dachte mir so, wow, Gänsehaut. Wow, ja, so, das war der Start. So, und dann, ich kann immer weiter erzählen, aber dann hat natürlich die Motivation erstmal aufgehört am nächsten Tag, weil dann kam Real Life. Und ich dachte ja, nächste Woche, ich schreibe 100 Leute ein. Ja, ich dachte, alle machen mit. Ich hab den heiligen Gral gefunden. Ja? Leute, komm mit mir, wir werden reich. Ja? Und niemand ist eingestiegen. Gar niemand. No one.
Ein Kumpel, der hat gesagt, ich habe das Geld nicht. Wenn du es mir leihst, steige ich ein. Ich so, du, ich habe es jetzt auch nicht. Aber, und ich bin wirklich mit, pass auf, ich weiß es noch genau, ich hatte 200 Euro ungefähr. Und das Starter-Kit hat 115 Euro gekostet. Und Produkte konnte ich gar nicht kaufen oder so. Und ich hatte in diesem Starter-Kit einen Proteinshake drin. Und einmal so Multivitamin und Ballaststoffe. Mhm. So. Und normalerweise ist es ja so, benutzt die Produkte selber, habt eine Erfahrung, empfehle die weiter und so weiter. Aber ich konnte die nicht benutzen, war mein einziges. Mhm. Wenn ich mein einziges Produkt benutze, dann ist es weg. Ich muss es ja verkaufen. Genau, richtig. Ja, genau so. Und dann habe ich mir bei der Firma Multipack, habe ich mir damals so 1000 gelbe Zettel ausdrucken lassen, suche 5 bis 25 Personen, die Gewicht reduzieren wollen. Ihr Wellnessberater, Daniel Fire. Ja, so, Telefonnummer. So, und dann haben die so durchgeschnitten und dann waren das 9000 Flyer. So, dann habe ich die überall verteilt und dann haben halt Leute angerufen, so, ich habe diesen kleinen gelben Zettel gesehen, ich würde gerne abnehmen, wie funktioniert denn das? Dann habe ich gesagt, ich komme vorbei, ja, ich zeige es Ihnen. Und da gab es echt lustige Szenen, weil ich kam zu der ersten Kundin zum Beispiel, das war so eine ältere Dame aus der Nachbarschaft, und da bin ich da hingegangen, habe mein Köfferchen mitgehabt, ja, habe meinen Shake dabei gehabt. Meinen Shake hatte ich mit dabei. Und ich hatte mich vorbereitet, ich hatte eine Strategie, muss man dazu sagen. Und zwar hatte ich Röntgenaufnahmen dabei, aus dem Internet ausgedruckt, von übergewichtigen Menschen. Ja. Und mein Pitch war der, zeigen Sie mir mal, welches Fett Sie verlieren wollen. Dann sagt die halt zum Beispiel hier, ja. Und dann sage ich, ja, das ist das Fett, was Sie verlieren wollen, aber jetzt zeige ich Ihnen mal, warum Sie das Fett verlieren müssen. Röntgenaufnahme, das hier nennt man Viszeralfett und deshalb können ihre Organe nicht atmen und das macht sich krank und deswegen müssen wir abnehmen. So, das war so meine... Du, was war ich hatte so einen Pitch, ja, so. Und dann war das halt so, wie gesagt, die Dame war also älteren, fortgeschrittenen Alters. Also 40 oder was? Nee, schon mehr so 72. Okay. Ja, also, okay. Das war schon so eine Omi, ja? Okay, ja. So, und ich kam, und ihr müsst vorstellen, ich stehe da 18 Jahre so dünn, Pickel im Gesicht, so Wellnessberater. So, und die hat mich aber reingelassen, das war gut. Und dann saßen wir an dem Küchentisch und ich werde das nie vergessen. Also alles erklärt, ich stelle den Shake dahin und dann sagt sie, sie war so völlig verwirrt, sie hat so total verwirrt geschaut. Und dann sage ich, ist alles in Ordnung? Und dann sagt sie, ja, ich... Was ist denn das? Dann sage ich, das ist ein Shake. Ja, aber was ist denn ein Shake? Dann sage ich, das ist Pulver, das müssen wir einrühren und dann trinken sie das. Ja, und ich darf nichts mehr essen. Ja, doch, den Shake. Ah, okay. Ja, schmeckt das denn gut? Ich so, ja, ich denke schon. Ich habe es auch nicht benutzt. Ja? So. Und dann sagt sie, darf ich das mal probieren? Dann sage ich, aber auf gar keinen Fall. Also, sie dürfen es kaufen, aber wir können es jetzt ja nicht aufmachen. Geil. So. Und dann sagt sie, das ist ja wie Astronautennahrung. Und dann sage ich, ja, mögen Sie Astronauten? Das ist auch nicht, was ich angefangen habe. Und am Ende hat sie es dann wirklich gekauft, ja. So. Und der hat dann auch ein paar Kilo abgenommen und so. Aber der Witz an der Sache war, ich habe dann meine Sponsorin angerufen und habe gesagt, Colette, der Hammer, ich habe mein Produkt verkauft, ich brauche das nächste. Aber du zahlst Porto. Weil wenn du dir mal vorstellst, mein Profit waren vielleicht, boah, ich weiß nicht mehr, der Shake war 42 Euro, ich hatte 21%, also ich meine, rechne das aus, ich hatte keine 10 Euro daran, ja, an dem Termin. Ja. 10 Euro, ja. Und dann habe ich gesagt, hey, schick mir den nächsten, ich überweise dir das, du zahlst Porto, damit ich halt die Marge habe. So. Und so habe ich wirklich Step by Step das aufgebaut, wirklich langsam, Kunde bei Kunde. Aber ich glaube, wichtiges Learning, was wir ja auch immer sagen, Daniel, und das hört ihr gerade wieder, weil er wird dir jetzt gleich erzählen, wo er jetzt steht. Checkt ihn gerne auch mal bei Instagram, wir verlinken dich sowieso, ja, was da los ist. Das ist ein Schwergewicht. Aber was ich damit sagen will, ist, glaube ich, Daniel, das unterschreibst du bestimmt, dass ich sage, pass auf, Leute überschätzen, was sie in, keine Ahnung, 3, 6, 9, 12 100%, oder unterschätzen, aber was, ich sag immer so, wie Tony Robbins, in einem Jahrzehnt möglich ist, oder? Exactly. Also das ist ja genau das, was du gerade so ein Stück weit beschreibst. Wahnsinn. Absolut. Und ein gutes Beispiel, an dem man das selber messen kann, also ich habe eins gemerkt bei Vertrieblern, Leuten, die erfolgshungrig sind, so wie wir, ja, uns geht es ja immer zu langsam. Ja, jeder, das ist so täglich so, shit, warum geht es nicht schneller, warum komme ich nicht weiter? Mhm. Und was echt eine coole Übung oder Idee ist, weil wir sind alle immer nicht da, wo wir wirklich hinwollen. Ja, es geht ja immer weiter. Aber der Punkt ist, man kann sagen, schau dir mal einfach die letzten 6 Monate an und frag dich mal, ob du nicht in den letzten 6 Monaten wirklich viel, viel krasser weitergekommen bist, als vielleicht vorher in der Zeit. Und meistens ist die Antwort, ja, stimmt. Ja. Letzten 6 Monate, letzten 12 Monate ist ein riesen Jump passiert. So, und das Interessante daran ist, man muss sich eigentlich gar nicht so einen Stress machen, wenn man es wirklich will. Und das sage ich so heute meine Weisheit, so nach 20 Jahren so ein bisschen, ja, so ich werde langsam älter, ich darf jetzt mal so eine Weisheit raushauen. Man darf sich nicht so einen Stress machen, das wird alles gut. Exakt. Wirklich, ich kann es jetzt wirklich über 20 Jahre beobachten und ich kenne ja viele Mitstreiter, Jungs, Mädels, die auch hungry waren und gemacht haben und
fast alle haben es irgendwie auf ihre Art und Weise geschafft. Also ehrlich, wir haben, wenn ich mir überlege, damals, wir wollten 10.000 Euro verdienen und alle waren, jedem war klar, das ist unmöglich. Heute, alle von den Jungs haben 100.000 verdient. Aber, was ich meine? Aber du würdest doch auch sagen, die haben halt durchgehalten. Nur das. Das Problem ist nur ja, dass die Leute nicht durchhalten. 100%. Das ist das Ding. Die, die da dranbleiben, alles wird gut. Das ist das Schöne. Ja, ja, so. Aber du musst dranbleiben. Und dazu muss natürlich der Hunger groß genug sein. Und du musst auch bereit sein, also dich immer weiter auch natürlich zu inspirieren, dass der Hunger auch bleibt. Ja, ja, dass du halt, you got to stay hungry. Ja, ja. Ich hab selber mal gefragt, mein Ziel ist ja auch irgendwie, also mein eigentliches persönliches Ziel war immer 500 Millionen Dollar. So, das ist so, wo ich hin möchte. Ich bin auch noch immer noch nicht da. Ja? Ich habe ja irgendwann dann mal wirklich fast forward im Network Marketing 100.000 im Monat verdient. Also ich glaube, die letzten 3 Jahre, der schlechteste Monat waren knapp 300.000 Dollar im Monat. Der schlechteste Monat in den letzten 3 Jahren. Ja? Ich muss auch mal kürzer treten, das ist schon. Ja, so. Aber das Ding ist, also ist ja nicht schlecht, ja, aber das Ding ist natürlich, wenn man natürlich weiter möchte und ich hatte dieses krasse Gespräch, das fällt mir jetzt gerade ein, waren ein paar Jungs in Dubai, gute Leute, ja, und der eine Typ, die waren alle nicht aus dem Vertrieb und Network Marketing. Okay. Ja, das waren alles so Leute, denen haben Investmentfonds gehört. Und der eine hatte eine Bank. Also ganz, ganz geiles Level. Ja, so richtig geiles Level. Und der eine Typ, der fand das total witzig, was ich mache. Der fand es total lustig, weil er meinte so, ja, und wie, ihr macht dann da so Events? Und dann hat er sich das so alles angeschaut. Ich dachte, das ist ja der Hammer. Der fand das total, also nicht auf eine negative Art und Weise, der fand das total interessant, cool, ja, irgendwie so. Der fand das irgendwie lustig. Ja, wie, und dann motiviert er die alle und dann starten die alle. Ja, also das war so ein bisschen so die Konversation, ja. So, und dann meinte er so, ja, was verdient man denn damit? Sagt er so zu mir. Und dann sage ich so, naja, gut, also wir sind jetzt aktuell irgendwie so, ja, so, sagen wir mal so 300.000 Dollar im Monat ungefähr, ja. Und dann sagt er so, okay, das heißt so, ja, was sind das, so 3, 4, 5 Millionen im Jahr, irgendwie sowas, ne? Dann sag ich so, ja, ungefähr so. Und dann sagt er, okay, gut, naja, reich wirst du damit nicht, aber hast du auf jeden Fall ein gutes Leben haben, ne? Genau der Satz. Und aber jetzt muss ihr das verstehen, der war nicht ein Arschloch, der war nicht so, dass der mich jetzt, wer kennt ja auch so Leute, so, ach komm, was, ja. Gar nicht. Das kam so wirklich aus dem, so, ja, 3, 4, 5 Millionen im Jahr, ja gut, reich wirst du damit nicht, aber du kannst auf jeden Fall ein gutes Leben leben. Ja, kannst du machen, was du willst, kannst hin, wo du, good for you, so ungefähr. Aber da siehst du mal die Sichtweise von Menschen. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Krass. So, und da habe ich wieder gemerkt, da, wir denken immer, wir sind irgendwie so gut dabei und so, es ist alles relativ. Wenn ich mich überlege damals, ja, ich habe während meinem Abi 1.000 Euro verdient, zum ersten Mal 1.000 Euro, das war nach fast 2 Jahren. Wenn ich das heute jemandem erzähle, sagen die Leute, was, 2 Jahre, um 1.000 Euro zu verdienen? Das lohnt sich ja gar nicht. Ja, ja, ja. Aber aus meiner Welt, ich habe in der Schule 1.000 Euro nebenbei verdient. Als Schüler? Digga, das war Gangster-Money. Ja, klar. Niemand hat 1.000 Euro verdient. Vor 20 Jahren? Ja, überleg dir das mal. Goethe-Schule Wetzlar, lauf da mal rum. Sag, wer verdient 1.000 Euro nebenberuflich? So, aber deswegen, es ist alles im Verhältnis. Ja, ja, so. Und ich habe dann einen meiner Mentoren gefragt, sage ich, okay, jetzt bin ich hier, wo schon eigentlich viele nicht sind, muss man ja auch mal sagen. Ich meine, wir reden jetzt über Network Marketing, ich bin Deutscher, nehmen wir mal deutschsprachige Network Marketer, das gibt da, wird schon sehr dünn. Du bist der Beste, das kann man jetzt Bereich, ganz klar so sagen. Es sind schon nicht viele, ja genau. So. Und jetzt ist es so, ich habe ihn halt gefragt, okay, was ist denn jetzt das Geheimnis? Weil um dorthin zu kommen, wo ich hin will, muss ich mit meiner Orga nicht 100 Millionen Umsatz machen, was wir geschafft haben im Jahr, sondern wir müssen halt wirklich 1 Milliarde machen. Ja. Und jetzt wird es ja schon serious. Ein Billion-Dollar-Business, ein Billion-Dollar-Vertrieb unter mir zu haben, ist ja nochmal another level. Ja? So. Und ich habe dann halt diese Gespräche geführt. Leute, die teilweise 40 Jahre, 45, 50 Jahre in dieser Industrie unterwegs sind. Ja? Verschiedene Namen, ob das ein Bob Proctor ist oder andere, ne? Diese ganzen Urgesteine. Ich habe auch übrigens Jim Rohn mal kennenlernen dürfen, bevor der gestorben ist. Ja? Einmal, das war Magic. Aber andere Story. Auf jeden Fall, hier war der entscheidende Satz. Der beste Satz, den ich bekommen habe, war der, du musst halt einfach hungrig bleiben, während alle anderen längst schon gesagt haben, hey, das ist doch ein gutes Level. Genau. So, und das ist der Hauptunterschied. Und du musst einfach hungry bleiben. Absolut bei dir, Daniel. Und das funktioniert nur, ich glaube, das hört man ja raus, wie der brennt hier, wenn du das intrinsisch, wenn das von dir kommt und nicht irgendjemand anders. Ja, absolut. Oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Du musst selber wissen, wo du hin möchtest und
Ich bin ja auch oft die gefragt, zum Beispiel so eine Frage, wo ich immer ganz schwer nur darauf antworten kann. Ich habe die Frage nie gemocht, weil ich wirklich nicht weiß, was ich dazu sagen soll, ist, Daniel, wie schaffst du das, dich so zu motivieren? Ich habe keine Antwort darauf. Ich bin einfach motiviert. Ja, so, aber ich habe mittlerweile eine gute Erklärung, glaube ich, gefunden. Achtung, seriöse Quelle, Instagram Reel. Aber es war ein richtiger Homerun, als ich es gesehen habe. Und zwar irgendein Typ, keine Ahnung, wer es erzählt hat, irgendein Setting, ja. Und der sagt so, was mir aufgefallen ist bei erfolgreichen Leuten, sie hatten genau die richtige Dosis Trauma in ihrer Kindheit, was sie dazu gepusht hat, hungrig zu werden, Erfolg zu haben. Aha. Und da habe ich mir darüber nachgedacht, habe ich gesagt, das stimmt. Das stimmt. Weil, guck mal, bei mir, noch mal kurz darauf zurückzugehen, also mein Aufwachsen, Kindheit, alles, das war super. Meine Eltern sind Heroes, amazing, alles mega, ich kann auch kein Deutsch mehr, merkt ihr schon. Ja. Auf jeden Fall, ja, wirklich toll, er hat super geile Werte, ehrlich, zuverlässig, Liebe, alles. Meine Mama war sehr, sehr strict, also sie hat die Hosen angehabt, ja, auch sehr streng. Also du musst das machen, das, ja, und da gab es nie Ausnahmen, da kam auch die Disziplin her. Und es war natürlich nicht immer angenehm als Kind, ja, du willst einfach raus, Computer spielen, whatever, ja, und ich musste halt alle diese Sachen machen, Vokabeltest jede Woche und sauber machen und das und alles wurde überprüft und ich muss mein, weißt du so, jedes Kind sollte sein Zimmer sauber machen, finde ich nicht ein schlechtes Konzept. Aber ich weiß nicht, ob man dann mit einer alten Zahnbürste die Ecken machen muss und ob man dann das Bett zur Seite schiebt und unter der checkt, ob da auch wirklich sauber gemacht wird. Wie bei der Bundeswehr, ja. Ich habe das erlebt in der Bundeswehr. Aber so war das bei uns, ja. Und, aber wie gesagt, das war halt meine Mom, ich habe ja viel mit ihr darüber gesprochen jetzt mittlerweile, sie sagte, ich wollte halt einfach, dass ihr lernt, Dinge richtig zu machen. Und ich wollte, dass ihr wisst, oder auch der Wert von Geld, ja, es war halt so, es gab nicht viel, aber ich konnte mir verdienen. So, ich konnte das Wohnzimmer sauber machen und habe ich irgendwie 1 Euro bekommen, ja, oder so und so weiter. So, und wenn ich gute Noten geschrieben habe, habe ich Geld bekommen und wenn ich schlechte Noten geschrieben habe, muss ich Geld bezahlen. Auch gut. Ist aber nur einmal passiert. So, aber das ist so das Ding. Und wie auch immer, es war halt alles immer sehr, sehr klein und sehr, sehr wenig bewegungsfrei Raum und ich habe das wirklich, ich habe mir das so gewünscht, einfach nur, also vergiss mal Malediven. Ich wollte einen Bus nehmen und zum Meckes fahren und konnte das nicht. Wahnsinn. Einfach mal nicht auf den Preis gucken, sondern auf das, was ich wirklich essen will. Ja. Und ich glaube, das ist genau diese kleine Dosis Trauma, die ich hatte, ein Stück weit von einer positiven Quelle her, aber im Grunde war das so, ich muss ausbrechen. Geil. Ja, so, und das ist es. Und es ist heute immer noch da. Und mittlerweile, für mich ist es so einfach, ja, wie soll ich sagen, es gibt immer noch den nächsten Level, ja, und ich will den einfach erleben, das ist für mich the name of the game, ja, so. Geil, aber gut, das Ziel hattest du ja, glaube ich, gerade rausgehauen, 500 Millionen Dollar dann halt mal anzupeilen, also Wahnsinn, aber spul mal ganz kurz nochmal wieder zurück, weil ich glaube, das ist halt sehr interessant, wie das so ein bisschen entstanden ist, dann hast du ja auch angefangen, muss man ja ganz klar so sagen, richtig groß aufzubauen. Wie ist das entstanden und wie ist das alles so krass dann gewachsen? Das können sich ja Leute Game Changer von 1.000 Euro Gangster Money auf Geld, auf 10, 20, auf 50. 400, auf 400.000. Ja. Ja, also es geht immer einfach, es geht immer weiter. Also guck mal, es gibt so verschiedene, reden wir mal kurz über Recruiting, weil das ist im Endeffekt, das ist ja hier Recruiting, ist ja das Hauptthema hier. Ja. So, und es gibt so einen geilen Satz, Leaders with big dreams have big teams. Welcome, ja. So, also brauchst du ein großes Team. Wie holst du ein großes Team? Indem du recruitest. So, Level 1 oder 0 ist ja so, morgen schreibe ich alle ein, wie als ich vom Seminar nach Hause bin und dann bist du mit der Realität konfrontiert und alle Leute fahren sich irgendeinen Film, man versteht ja die Welt erstmal nicht mehr. Ja? Und das ist mit Sicherheit in allen möglichen anderen Businesses ähnlich, dass man super motiviert ist und dann irgendwann passiert gar nicht so viel, erstmal am Anfang so. So. Und dann denkt man, andere Leute werden deine Probleme lösen. So, wenn ich meinen Cousin sponsor, der kennt alle. Wenn der mitmacht, dann bin ich durch. Kennst du so Leute, ja? Jeder hat solche Kontakte gehabt, ja, so. Und er steigt natürlich nicht ein. Oder er steigt ein und dann ist totale Enttäuschung, whatever. Und dann lernst du halt diese ganzen kleinen Elemente, die es erstmal benötigt. Wie zum Beispiel, sich nicht emotional abhängig machen von der Entscheidung eines anderen, weil es mit deiner eigenen gar nichts zu tun hat. Disziplin zu lernen, dass du halt, es geht nicht um ein Gespräch oder um 10 Gespräche, sondern es geht um 10 Gespräche, pro Tag für ein Jahr, ja, dann kommst du in eine gewisse, gewisse Routine rein und kriegst ein gewisses Skill-Level und so weiter. So, und wie gesagt, am Anfang, das ist ja auch interessant, ein geiles Zitat ist auch, es ist nicht nur wichtig, was man macht, sondern was man denkt, während man es macht. Beispiel, am Anfang bist du ja so,
fast so ein bisschen in dieser Bettlerhaltung. So, bitte mach mit. Ja, also, bitte mach mit. Ja, ich brauch dich. Ja, so. Und der Grund, warum du das denkst, ist, weil du denkst, du brauchst ihn dafür, dass dein Geschäft erfolgreich wird. Oder am Anfang hast du auch, viele Leute haben diese Einstellung, boah, wenn er jetzt einsteigt, verdiene ich Geld. So, weißt du? So. Und das ist ja das höchste Level an Unattraktivität vom Feeling her, wenn du mit jemandem sprichst. So, und du musst ja irgendwann switchen und musst sagen, hey, was habe ich für dich? Ja, und wirklich seine Zukunft und sein besseres Leben dadurch sehen und sein größter Fan sein beim Rekruten. Wenn ich versuche, dich zu rekrutieren, ist das größte Kompliment an dich. Ja. Weißt du, ich meine? Ja, absolut. So, und das ist eigentlich, das ist dieser Switch. So, und weil ich eine echte Opportunity für die Person habe, sonst würde ich dir gar nicht sagen, wenn ich nicht dran glaube heute, dass sie oder er erfolgreich haben würde, würde ich dir gar nicht mehr sagen. Ja. So, und das ist halt der Unterschied. Das war es für heute im Recruiting Mindset Podcast. Wie zu Beginn des Podcasts erwähnt, werden wir unsere Gäste in mehrere Episoden aufteilen.